Hallo Leute, leider mit einer kleinen schlechten Minecraft-Server, also Megadrake-Folge, weil ja, der Hexit-Server, der macht Probleme, stürzt immer wieder ab und manche Spieler sind offensichtlich wirklich nicht imstande, mit einer kurzen Bewerbung und mit einfach einem kurzen Einstieg freundlich zu sein und müssen andere zu leide leben und so weiter. Und das ist, ja, das ist wirklich etwas, was ich überhaupt nicht mag. Und deshalb kann ich jetzt momentan nichts machen für den Server. Der Server bleibt wahrscheinlich momentan off. Und ich habe auch sehr viele Leute wieder aus der Whitelist gemacht. Die sollen sich einfach wieder mit der E-Mail, also einfach wieder antworten auf die E-Mail, wo ihr euch gemeldet habt. Ich möchte kurz wieder zurück, rauf oder so. Aber wahrscheinlich wird es ein Mandus Modpack geben, weil das Hexit Modpack wirklich blöd ist zum einen Server machen. Da werden so viel erkundet und da ist das überlastet den Server extrem. Und ich habe zwar jetzt irgendwie 3 oder 4 GB drauf gemacht, aber das nützt nichts. Es stürzt immer wieder ab, wenn zu viel passiert einfach. Und deshalb, ich lege das immer wieder zwischendurch, wegen diesen Ruinen, wo immer gespawnt werden hier. Ja, und deshalb mache ich im Singleplayer das Let's Play Hexit und im Multiplayer werde ich ein anderes Modpack reinmachen, das ein bisschen besser geht. Ich habe so gedacht an Attack of the B-Team oder ein Feed the Beast Modpack. Oder sogar ein Modpack, wo über den Launcher von anderen Usern ist. Also so ein Fan-Modpack über den Technik-Launcher. Und ihr dürft das kurz in die Kommentare unten schreiben, was ihr so wollt. Eben Hexit geht nicht. Das ist zu viel Arbeit mit den Metriten und alles. Und auch ja, zu viel Gegriefe wahrscheinlich oder so. Deshalb möchte ich das auch nicht mehr auf dem Server. Im Singleplayer kein Problem. Eventuell zwischendurch mal ein bisschen Hexit, aber es macht einfach zu viel Probleme. Und deshalb, ja, wechsle ich das Modpack. Ich möchte unbedingt ein Modpack haben, weil Vanilla habe ich auf dem Groupcraft-Server, da unterstützt sich auch den Floster. Und da möchte ich nicht irgendwie plötzlich ein Vanilla RVR Free ja, wie soll man sagen, einen freien Server mit Clans und so weiter. Da möchte ich es lieber in einem Modpack haben und deshalb wahrscheinlich der Attack of the B-Team. Kann auch Techit sein, kann auch anderes Modpack sein und ja. Tut mir leid für die, die schon extrem viel gemacht haben auf dem Server. Ihr wart wirklich toll. Und wir haben schön gebaut, aber eben leider kann ich jetzt auch die Welt nicht retten, weil FileSale auch nicht geht über Nitrado. Es kommt immer ein Error und beim Einloggen kommt auch immer ein Error. Da kann man einfach nicht viel machen, tut mir leid. Aber eben für die Leute, die wirklich es gefallen habt, würden es auch gut finden auf den neuen Welten und so weiter, aber es ist halt ein schwerer Verlust und das kann ich ja verstehen. Ich habe auch viel gemacht und habe nach den zwei letzten Folgen Hexit wieder alles gegriffen bekommen. Das ist einfach so und überall sind ganz große Metriten runtergekommen, weiß auch nicht, ob einer einen Spawner gebaut hat und deshalb ist es auch nicht gut, wenn man einen Server offen haben, wo jeder einfach Scheiße macht, wenn er beleidigt ist oder wenn es einfach ihm reicht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie man so etwas machen kann. Ja, alle Neubewerbungen werden jetzt einfach mal, wie soll ich sagen, ich schaue, wer passt und eben so schnell wie möglich sagen, wenn etwas gegrieft worden ist oder so, dafür gibt es das Forum, dafür gibt es die E-Mail und dafür gibt es auch andere Admins, die man, also Owner,
wo manchmal auf dem Server sind. Und ich habe momentan wenig Zeit. Ich bin auch krank, also ich habe Bauchschmerzen durch irgendwas und deshalb bin ich nicht so viel on momentan. Also, ich freue mich auf ein paar Wünsche, ein paar Umsetzungswünsche, was ihr wollt. Ihr dürft wählen und ja, wir sehen uns dann auf dem Server, wenn ihr wollt, oder im Let's Play und so weiter. Also, Dankeschön fürs Gucken und ja, eben, tut mir leid, aber das liegt einfach an Nitrat, das liegt an Server, das liegt am Hexi, da kann ich leider nicht viel machen. Also, ja. Wahrscheinlich hauptsächlich an Hexit, weil es extrem viel Kraft braucht für den Server. Das geht im Singleplayer wahrscheinlich recht gut. Also jetzt läuft es bei mir auch wieder nicht. Und trotzdem, ein Server hat viel mehr Probleme. Das ist leider so. Und da der Server immer on ist, werden so viele Meteoriten runterkommen. Also der Meteoriten-Mod, den müsste man eigentlich rausnehmen sonst. Aber ja, bei Hexit hat es andere Mods, wo auch Probleme machen wie der Ruins-Mods und der Mod mit den Monstern, mit den Boss-Monstern und so. Das ist halt einfach, das braucht sehr viel Leistung für den Server und das hat er nicht. Da kann man 20 GB noch drauf machen, es bringt dem Server nichts, der stürzt immer noch ab. Ja. Also, wie gesagt, ich werde immer wieder Server machen, ich werde den Server immer weitermachen, aber mit unterschiedlichen Modpacks wahrscheinlich, bis ich eins gefunden habe oder selber eins machen konnte. Und eventuell kann ja jemand für mich Mods machen, die ja, die so etwas nicht haben, aber trotzdem toll sind. Und dafür müsst ihr einfach ein bisschen euch auskennen mit Java. Und es gibt genug Tutorials auf YouTube, auf minecraft.de, auf minecraft.net, /forum und so weiter. Also es gibt, wenn ihr irgendwas wollt und auch kreieren wollt und so weiter, dann wäre es gut, wenn wir zusammen auch ein Modpack machen können und einen eigenen Server haben, was die anderen dann nicht haben und so weiter. Dann haben wir auch mehr Erfolg und so weiter. Je nachdem, also. Genug geredet, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drago.